Dimitri Convent tut das Finale pfeifen. Der Belgier. Ja, es heißt, wie gut kommen die Lehmänner ins Spiel, Tim und Erik. Wenn es gleich gut läuft, dann überfahren die die. Aber klemmt's, dann gibt's Probleme. Und es gibt, oh, super Schuss, da fällt ihr bald so um. Mittelprächtige Abgabe. Nachsetzen, sehr gut. Ja, jetzt sind die Schweizer erstmal ihr Sicherheitsspiel, ihr unspektakuläres Spiel aufziehen. Und irgendwann spielt sie sich eine Chance. So wie eben. Da! So passiert's! Da gibt's nur. Na, hört auf zu diskutieren. Ah, so eine Abgabe. Schärfer kommen. Noch so ein blödes Ding. Vollseite. Ah, hoffentlich tut sich das nicht bestätigt. Es klemmt schon wieder. Naja, ist noch das Beste, was er machen konnte. Aber wenn er nicht fällt, kommt da ein Ball, da gibt es 4 Meter. Ja, einsatzlos. Ich gebe den Mut nicht auf, dass das hier noch gedreht wird. Also aber, wenn es noch eine Ecke reingeht, dann wird es schon fast aussichtslos. Ja, wir tun uns mal ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Die Schweizer Uhr. Ja, dann mach's jetzt nach! Das konnte man nicht sehen, dass da noch erreichbar ist. Abschied! Muss erst mal durch her für die Deutschen. Abschied! 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 Abschied!
Zeitspiel angezeigt. Ja, hier muss vor der Base nochmal ein Tor her. Ja, da muss er was machen im Tor. Und mal abrollen lassen. Da war knapp. Na komm. Ja. Eine Minute bis zur Base. Ja, jetzt seid ihr dran mit der Ecke. Ecken entscheidend Spiele. Jetzt muss einer her. Ja. Oh, der Dommel war gut. Der Schweizer. Der Tim lässt ja nicht mehr zu viel fahren. Von Ihnen spielen schon. Muss man schon näher dran sein. Also nicht nochmal die Schweizer Ecke. Gut für Deutschland. Ja, ein Schlag. Alles noch machbar. Auch noch ein Schlag können wir durchrutschen. Auch bei den kleinen Profis. Ja, ja, gar nicht. Oh, oh. Die Uris, die flippen jetzt hier aus. Eldorfer Fans. Ja, wie ist die Miene der Deutschen? Ruhe, Ruhe, sagt er. Deutsche Schiedsrichter. Ja, Schiedsrichter, Mutsch. Na, schon nervös. Der Trainer. Aber ich bin immer noch optimistisch, dass das Ding läuft noch. Drei Tore ist doch machbar, Mensch. Soll nicht heißen, dass ich nicht den Schweizern den Sieg gönne. Aber ich bin nun mal Deutscher und da bin ich natürlich auf der deutschen Seite. Und da kann man noch mal ein bisschen parteiisch interviewen, also Reporter werden. Aber ich habe es schon voraus gesagt. Es wird nicht einfach. Jetzt ist es fast unmöglich. Schweizer machen wenig Fehler. Jetzt halten sie sich mal den Ball. Oh, noch ein Pfostenschuss. Nicht schießen. Spielen. Radball spielen. Jetzt muss ein Tor her. Ah, nicht mit Gewalt, Jungs. Mit einer ordentlichen Ecke. Ist die ordentlich? Ja! Genau! Jetzt sind wir wieder da. Jetzt ist es wieder im Möglichen. Nicht nur eins! Mann, nein! Da war doch noch nicht drin, hätte es noch kicken können.
Oh, ist noch eine Ecke. Konzentration. Genau, ja, ein Thema, Ecken, noch 4 Minuten, noch viel Zeit. Guck, muss her, dem hier draußen, und holen dir, ja, sauber. Ah. Oh, haben Sie Glück. Jetzt noch ein Tor, das wär's das Mal. Ja, jetzt kommen sie ins Rollen, die Lehmänner. Das sage ich euch. Da ab. Ja, jetzt macht die dritte Ecke. Schlecht wieder zurückgegeben. Macht da einfach mal eine hohe, scharfe Eingabe. Genau! Wir haben es gehört! Ich glaube an euch, Jungs! Jetzt kriegen halt die Schweizer Nervenflatter, das sage ich euch. Ihr seid im Spiel. Oh, 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 oh. Für Deutschland 2 Minuten. Alles machbar. Oh, cool bleiben. Radball spielen. Radball spielen. Und jetzt kommt die vierte Ecke. Ich bin immer Prophet. Jetzt kommt die vierte Ecke. Also da flippe ich aus. Aber wir haben immer noch Ecken. Komm hoch rein und drin ist er. Mann. Noch genug Zeit, 1,5 Minuten. Hol dir! Schneller! Hier muss erstmal noch ein Tor her. Genau, so geht's. Ja, 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 ja! So, und jetzt? Jetzt noch einen super schönen Angriff. Und ich hab's geglaubt. Holt ihr den? Das ist schon mehr als feuchte Hände. Oh. 90 Sekunden, was machen die Schweizer? Gehen sie in Entscheidungsspiel? Nein, sie wollen Sieg. Ah. 6 Sekunden. Ja, es gibt noch nicht Entscheidungsspiel. Komm Erik, steh nicht so blöd drin. Geh vor am Kreis! Geh vor am Kreis! Ja, noch ein Stückchen!
daneben geschossen. Hier gibt es keine Verlängerung, sondern ein Entscheidungsspiel. Einmal 6 Minuten. Das heißt deswegen so Entscheidungsspiel, falls es in den Spielen eine gelbe Karte gegeben wird, wird hier mal in der Verlängerung bei der zweiten gelben rausfliegen. Und das ist deswegen gekürzt. Es gibt Entscheidungsspiel. Wäre eine gelbe Karte hier vorhanden, würde die hier wegfallen. Also geht's von neuem los. Hauptsache, sie beginnen nicht wieder so wie vorhin. Jetzt ist nicht so lange Zeit, um das wieder zu richten. Also der Schweizer Sechser der Mädchen, der Juniorinnen, die feiern schon. Und auch auf den Ringen, die Schweizer. Also, sie erfreuen jetzt die Zuschauer noch einmal mit 6 Minuten, klasse Radball. Da ist es schon entscheidend, wer hat Anstoß. Hat man schon einen kleinen Vorteil. Deutschland Anstoß, kleiner Vorteil. Also ich habe an Deutschland und Kuschel geklappt und glaube es auch weiterhin. Sie richten das. Sie wissen, wie ein Turnier gewonnen wird. Nicht mit Gewalt spielen, Radball spielen, Jungs. Genau, nicht so hoch. Schweizer jetzt ein bisschen unsicher, wenigstens. Meine, sie haben hier geführt. Super weggenommen. Und nehmen aus. Hey! Ja. Was gibt es denn da eigentlich zu diskutieren? Fragt er jetzt, ob sie 4 Meter ist oder? Ja, jetzt wird er belohnt für seinen Foul. Mit der einfachen Freistoß. Schöne Reglement geändert, was für gewisse Sachen 4 Meter gibt, aber für so eine ganz klare Torchance gibt es eben keine Regelung. Da brauchen wir nur ein Einkommen. Na ja, gut, da kann ja noch daneben schießen. Aber auf Deutsch, du wirst belohnt für das Foul. Ich schaue noch mal in die Uhr, ist noch viel Zeit. Nehmt euch Zeit, die Verletzung weg ist.
nochmal die Hände getrocknet. Puls ein bisschen runterfahren. Wird eh gleich heiß genug. Handball spielen. Nicht mit Gewalt. Wir können es doch. Wir haben so viel Kraft, wo der hinschießt. Der Ball wieder runterkommt, liegt der Schnee drauf. Sauber! Sauber! Und jetzt, zweit! Ja, jetzt kommt die vierte Ecke. Jetzt kommt die vierte Ecke. Komm Jungs, nur rein! Wieder direkt. Hauer Pfosten! Da kommt jetzt die vierte Ecke. Was ist jetzt wieder? Ah, Parkett muss gerichtet werden. Komm Leute! Geht nicht rein! Oh oh! Mensch! Aber jetzt haben sie es doch eigentlich gegriffen, die Schwarzer! Ja, genau! Abschluss! Ah, da kommt noch dazwischen. Sie sind doch im Rollen. Sie sind doch im Rollen, genau. Ah! Da war er schön drin. Cool, noch nichts passiert. 1-0. Ja, wie gesagt, ist noch nichts passiert. Mensch, Jungs, da bleibt doch mal ein Herzschrittmacher stehen. Was war jetzt? Zweimal berührt. Oh oh. Ja, dann muss es jetzt halten. Meister! Ja! Aber! Ja, das gibt doch nochmal einen Auftrieb! Schwarze Ecke! Ah! Zeit reicht doch immer noch locker. Immer ruhig. Und da kommt denn jetzt die vierte Ecke. 1:17. Ja!
war ein Strich von dem Winkel. Eine Minute. Also strapazieren die uns hier bis zum Schluss noch mit 4 Meter schießen. Er hat einen Vorteil. Spielt er weiter. Er will nicht. 41 Sekunden. Oh, oh, oh. Hol dir, hol dir. Und spielen. Und ein rein. Ah, und jetzt kommt die entscheidende Ecke. Da flippe ich wirklich aus. Mach die Ecke. Mach die Ecke. Ah, nein. Ah, super. Super, super. 4 Meter schießen. Noch nicht. Ich glaub's nicht. Im vorigen Jahr, im letzten Jahr mussten sie auch schon gegen die Schweiz in 4 Meter schießen. Aber das war das Halbfinale. Heute ist die Krönung. Finale. Es ist 17.30 Uhr und jetzt kommt noch die Krönung des ganzen Wochenendes dieser Junioren-Europameisterschaft. 4 Meter schießen. Alle müssen weg in der Tor. Da durfte ich dich hier auf die rechte Seite geschossen. Also ich glaube immer noch an Deutschland und Großkirchen, aber auch wenn dir die Schweiz gewinnt, es war ein würdiges Finale, ein super Finale, schon mal im Voraus. Werbung für den Hallenradsport, Werbung für den Radball. Deswegen lieben wir alle den Sport. Mal sehen, die Trainer tun sich schon mal gratulieren. Da wissen sie mehr oder weniger wie in allen Sportarten. Strafstoß schießen ist mehr oder weniger auch Glück dabei. Können natürlich auch. Kopfsache. Also eigentlich. Die Kopfsache müsste auf Seiten der Deutschen sein. 3-0 Rückstand eingeholt. Da bist du doch eigentlich dicke da. Jetzt in der Verlängerung oder im entscheidenden Spiel auch wieder einen Rückstand eingeholt.
So, die Deutschen beginnen. Hauen rein. So, ich nur. Nicht tricksen. Ballern. Au. Er hat geballert, aber hat ihn ins Gesicht gekriegt. Voll auf die Breitseite. Boah. Und da steht er noch. Junge, Junge, Junge. Den merkt er aus morgen richtig. Na, Erik, dann halten da einfach. Ganz cool reingetan. Erik. Ohne Kompromisse über den Sattel. So, jetzt musst du durch den halten. Nein, muss sein jetzt. Du musst reintun. Nein. 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 Jetzt wird es wieder mal ganz, ganz schwer. Ja, wenn du den nicht hältst, dann ist es erledigt. Komm, halt ihn. Ja! Gibt Wiederholung. Winkel verkürzt. Komm nochmal. Hab ihn. Aus. Aus. Schweiz ist Weltmeister, Europameister. Unfassbar. Gratulation an die Schweiz! Ja, das gibt's nur im Radball. Eigentlich der sichere, vorausgesagte neue Europameister. Deutschland, Köschen, aus Köschen, hat sich hier um ein gutes Jahr gebracht. Ja.